Prestige sind bei mir. Halli und hallo. Hi. Seid gegrüßt. Roman und Mietja von Vestige. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, man kann euch wenigstens hören. Wenn man stimmt. Test. Ich weiß nicht, geht mein Mikro? Ja, ich denke auch. Filme, habt ihr gerade zugehört? Habt ihr schon einige der Filme irgendwie auf eurer Watchlist? Oder geht ihr überhaupt gerne ins Kino? Ihr müsst in das Mikro sprechen. Definitiv gehen wir gerne ins Kino, aber so gerade eher nicht so viel auf der Watchlist. Jetzt nicht. Gerade eher nicht. Ihr habt keine Zeit, denn ihr müsst Musik machen, beziehungsweise ihr wollt euer Album gerade promoten und das ist frisch so rausgekommen. Ist verratet uns doch mal, wie es heißt. Unser Album heißt Niency, beinhaltet 21 Songs. 21 Songs. Eine riesen Facettenvielfalt, ja, 21 Songs, das ist viel, ja. Dafür haben wir es auch relativ günstig gehalten. Ja, okay, korrekter Deal. Und zwar, kostet es? Also jetzt zur Zeit ist es gerade erstmal nur digital verfügbar. Okay. Also über Spotify ist natürlich extra günstig. Ich denke mal, die meisten werden ja Spotify benutzen. Das sonst ist sehr günstig. Bei iTunes für einen Zehner seid ihr dabei. Korrekter Deal. Mhm. Aber vielleicht kann man vielleicht mal kurz. Aber vielleicht verratet erstmal den Leuten, was überhaupt sie drauf erwartet. Sonst wissen die ja gar nicht. Also wir haben mal ein bisschen was von euch gehört schon. Ist das so das, genau, was auf der Platte auch quasi zu hören ist dann? Definitiv. Also das sind zwei Songs, die uns auf jeden Fall super präsentieren. Mhm. Wir spielen eine Mischung aus Elektro, EDM, ein wenig Klassik ist auch drin, Indie. Mhm. Ja, und wir kombinieren es halt mit sehr organischen Klängen. Also ab und zu mal eine Akustikgitarre oder auch mal Streicher mit drin, aber auch sehr viel Synthi-Gewurstel. Genre-technisch sehr experimentell. Und tatsächlich auch Stimmen. Ja, ja. Auch. Das ist mal was ganz Neues. Ja. Ja. Also nicht nur Uts, sondern auch ein bisschen. Okay, also eine Achterbahn der Gefühle, oder wie sagt man? Ja. Es geht definitiv, auf und ab. Ja, cool. Definitiv. Sehr konzeptionell, sehr aufgebaut auf jeden Fall. Aber sehr schön. Also es ist quasi für Musikliebhaber. Aber für Musikliebhaber der Pop-Schiene. Also es ist schon in einen Pop-Mantel umhüllt. Okay. Also es gibt zwar sehr viele verschiedene Elemente, wie gerade genannt, also elektronische Elemente, Beats, also sehr viel programmiert, aber halt auch die sehr organischen menschlichen Stimmen. Und okay. Alles umhüllt in den Pop-Mantel quasi. In den Pop-Mantel. Mit Popmusik kann ich persönlich gut was anfangen. Also schreckt ihr mich ab. Oft ist auch vielseitiger als viele Menschen der alternativen Musik denken. Ja. Definitiv. Also man hat viele Freiheiten in der Popmusik, die man vielleicht in bestimmten Genres nicht hat. Manche meinen das nicht. Manche denken, okay, Popmusik, man muss immer nach Schema F und dann so durchziehen. Ne? Aber man kann tatsächlich ein bisschen was auch machen. Popmusik ist heute doch, Pop kann viel mehr. Pop kann viel mehr als nur Britney Spears und Robbie Williams. Meinetwegen. Auf jeden Fall. Elektronisch, habt ihr früher gerne so, wart ihr so Eurodance-mäßig unterwegs? Oder? Achso, nee, gar nicht. Also man hat das mal natürlich mitbekommen, weil wir aus der Ära kommen. Wir sind wir sind Ende der 80er geboren, aber sind ja 90er-Kids, was? Ja, Kids 90er der 90s, Kids. Auf jeden Fall. Ja, ich war vor kurzem gezwungenermaßen sogar auf einem Venga-Boys-Konzert im Rilo, ein Revival-Konzert. Geil. Aber zum Glück auch leicht alkoholisiert. Sonst war fetzig? War lustig. Ich war mit einem Kumpel, der wusste gar nicht mehr, dass da Venga Boys live aufgetreten sind. Oh, hinterher nicht. Ja, er wusste es nicht. Ah, das ist hart. Venga Boys, wie hieß denn der? Die hatten doch so einen Hit. Genau. Want you in my room. Let's spend this night together. Boom, boom, ja, genau. Boom. Ja, geil. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Aber das ist jetzt. Du kannst ja nicht die Leute auf die falsche Fährte bringen. Nee, das ist jetzt nicht wie euer Album. Wir haben damit soundtechnisch nichts zu tun. Das ist so, wie es möglichst nicht klingen soll. Wir klingen ein bisschen mehr eher wie moderner. Auch modern. Modernere Elektronik. Ihr seid auf jeden Fall sehr modern. Weil es modern ist, ist das schon der Hauptgrund, es zu kaufen? Oder warum sollten die Leute sich das Ding zulegen? Weil es auf der einen Seite vielleicht modern ist, auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall was für Musikliebhaber. Wir haben das so abgedeckt, dass die Leute, die vielleicht einfach nur an der Musik interessiert sind, wie gesagt, so Kanäle wie Spotify oder ähnliches nutzen können. Für Leute, die sich mehr für uns interessieren und uns vielleicht auch ein bisschen unterstützen wollen, für die Schiene haben wir natürlich ein schönes physisches Album mit einem 16-seitigen Booklet, schön ausgearbeitet, schön zum Aufklappen, dreiseitig. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, so viel zum Album an sich, aber so, was quasi dahinter steckt, also da steckt schon eine ganze Menge Arbeit drin. Wir saßen da jetzt quasi 4 Jahre dran, kannst du sagen. Also erstmal dieser Prozess, so ein Album aufzubauen, das geht halt nicht von heute auf morgen. Nee. Da steckt halt schon sehr viel Herzblut drin und es ist halt alles self-made. Also wir waren in keinem dicken Studio oder so, wir haben halt alles selbst gemacht und selbst beigebracht, alles selbst aufgenommen, gemischt, gemastert,
das Artwork haben wir jetzt auch die letzten Wochen noch quasi durchgepowert mit unserem Grafik-Buddy. Ja. Und also das ist halt der Vorteil, man kann halt alles selbst quasi realisieren, aber dafür hat man dann auch viel weniger Zeit, also es ist halt sehr stressig, alles selbst zu machen. Ja, das ist, ja ich kann das sehr gut nachvollziehen, also so ein Album, wie gesagt, ne, es ist ja eben nicht nur Aufnehmen, sondern das Schreiben und der ganze Prozess, der dahinter steckt, ja. Und dann hinterher, dann so vieles, wenn man denkt, man ist fertig, kommt noch so total viel, wo man so gar nicht mit gerechnet hat. Okay, man muss das irgendwie vermarkten, das muss irgendwie online verfügbar sein, man muss ja sich um seine Homepage kümmern und so weiter und so fort, wie du sagst, ihr macht das Artwork irgendwie und ja. Wir haben jetzt auch zum Beispiel kein Label, also wir haben es jetzt am 1. Mai haben wir es halt erstmal self-made released, online, digital, gab es halt dementsprechend auch nicht die Mega-Resonanz, aber ja, wir bauen das halt jetzt so selber self-made auf, wollen jetzt ein paar Gigs zocken, wollen uns halt einen Namen machen und erstmal dafür konnte euch auch keiner reinfuschen. Und so ihr, ist es. Ihr habt das alles zu zweit gemacht, quasi, oder also, sind auch andere noch am Album beteiligt gewesen, weil ihr wart ja mal mehr. Genau. Ihr habt euch reduziert. So ist es. Also das war im Grunde so, wir waren bis Ende 2014 waren wir noch zu viert, hatten halt noch einen Drummer und einen Bassisten. Die wohnten aber wiederum auch in anderen Städten. Also der Drummer wohnt in Berlin. Der Klassiker. Und der Bassist in Münster. Und so die Base von uns beiden war halt in Bielefeld. Und das ging halt irgendwann zeitlich nicht mehr. Also das alles unter einen Hut zu kriegen. Und ja, dann haben wir uns halt entschieden, dass wir uns halt quasi zum Neujahresanfang halt trennen und zu zweit weitermachen. Okay. Und wir sind dann quasi noch einen Step weitergegangen. Also es war früher so, dass wir halt die Songs noch mehr auf diese klassische Besetzung gelegt haben, also Schlagzeug und Bass. Und dementsprechend klangen die Songs auch noch mehr in Richtung Band. Und die haben wir jetzt halt noch mehr in Richtung, also noch elektronischer quasi gedreht. Dass also wir sie zu zweit umsetzen können. Ja, genau. Okay. Also noch mehr elektronische Beats. Genau, ihr habt natürlich ganz logisch viel vom Band quasi. Weil wie willst du ein Schlagzeug machen zu zweit quasi? Ja, ne? Eben. Ja. Guter Punkt. Ich lese hier, habe jetzt gerade hier schon gelesen, irgendwer schrieb direkt rein, 16 Seiten zum Aufklappen in den Einkaufswagen. Kann man es schon irgendwo vorbestellen? Kann man vorbestellen, beides. Ja, das physische jetzt seit, ich glaube, gestern. Also man kann es physisch vorbestellen, aber wir können es wahrscheinlich erst am 20. circa verschicken, weil es wird jetzt erst noch gepresst. Okay, gut, es wird auch gepresst. Aber verrat nochmal ganz kommt kurz aber schnell, kommt aber schnell. Eure Homepage, wo findet man euch? Anlaufstelle? Vestigemusic.de. Vestige? Nee, komm. Direkt ins Fettnetz. Da ist es doch eingeblendet. Da ist es auch nochmal eingeblendet. Vestige-music.com. Kann sich keiner verlesen. Da klickt ihr auch drauf, da finden mal alle Infos über euch. Jo. Und kann sich den Kram das vorbestellen, wenn man Bock drauf hat. Wenn ihr neugierig seid, also einfach mal bei Spotify Vestige eingeben. Macht man kann das Album Sinn. Einfach mal durchhören auch. Ja. Macht es euch durch und wenn ihr es geil findet, ja, genau. Supportet uns. Gut. Ja, cool. Gute für alle was. Für und alle. Wir hören ja gleich noch ein bisschen was von euch. Ihr seid ja auf jeden Fall nochmal dran. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, dass wir noch fein und dann liefert ihr vielleicht nochmal ein Argument, warum man die Platte dann auch kaufen sollte. Ja. Finde ich cool.